Mein Name ist David Voth. Ich bin 25 Jahre alt. Mir fehlen halt Unterarme und Beine. Ich habe halt nur kurze Beine, keine Knie. Mein Name ist Barbara Schnieder. Ich bin Ärztin von Beruf. Als Grunderkrankung habe ich eine FSHD. Das ist eine Form von Muskeldystrophie. Mein Name ist Mohammed Ghazia. Ich bin ungefähr seit 5 Jahren hier in Deutschland und habe ich keine Arme, aber schon lange. Das war durch einen Unfall 1995 und danach bin ich ja darauf eingestellt, alles mit den Füßen zu machen. Und dann kam es zu einer riesigen Blutvergiftung, also wirklich einer ganz schweren, mit Multiorganversagen, mit Fieber, also mit allem, was du dir vorstellen kannst. Die Hände und die Füße waren unterversorgt und waren mumifiziert, so nennt sich das. Dann hieß es nur noch, ja, wenn man leben möchte, dann müssen sie leider amputiert werden. Damals, als ich geboren bin, hatte ich halt nicht gerade Beine, da waren die so quasi wie im Schneidersitz. Und dann durch mehrere Operationen bin ich dann so operiert worden, dass ich wieder laufen kann oder überhaupt mal laufen kann. Ich habe schon sehr früh gelernt, mit meiner Muskelerkrankung zu leben. Und man muss sich mit vielem arrangieren. Aber gerade deswegen hat man auch viele Ideen, wie man Sachen erwirken kann oder auch durchsetzen kann. Ich glaube schon, dass man eine ganz besondere Persönlichkeit durchbekommt, wenn man immer kämpfen muss. Bei mir ist das ja so, dass ich keine Eigenatmung habe. Und wenn ich jetzt aber eine Körperspastik bekomme durch die Erschütterung, geht das auf die Atmung, sodass ich nicht mehr ausatmen kann. Und dann muss man anhalten mit dem Auto und mir aus der Spastik raushelfen. Das ist wirklich Nachteilesausgleich. Ehrlich, es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen mir und den Leuten, die Arme haben. Für diesen Nachteil wirklich ausgeglichen. Mit dem Auto wäre der Weg 40 Minuten. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich tatsächlich 3 Stunden gebraucht. Und das Hin und Zurück jeden Tag wäre gar nicht machbar. Man hat auf einmal die Möglichkeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit und egal wohin, kann man selber fahren. Man muss sich das mal vorstellen, dass man auf einmal viel selbstbestimmter leben kann. Also man kann auf einmal Dinge tun, die man vorher nicht ohne weiteres tun kann. Man war angewiesen darauf, dass jemand einen abholt. Man hatte viel längere Wartezeiten. Man musste andere Hindernisse in Kauf nehmen. Und die sind jetzt durch das Auto sind die abgeschafft. Ne? Man kann sich ins Auto setzen und einfach fahren. Das ist schon was Tolles. Und es ist unbeschreiblich, Auto zu fahren. Das gibt eine Freiheit. Und manchmal habe ich echt das Gefühl, dass ich fliegen würde. Ja, und das ist klasse. Ich sitze jetzt mal vorne. Und genau, ist da ein schöner Platz da vorne? Ach, das ist super. Man kommt sich jetzt mal wieder vor wie so ein Passagier. Genau, jetzt sind sie wirklich richtige Beifahrer. Ne? Ja. Ja, und das Auto brauche ich einfach, um wieder arbeiten zu können. Also das bedeutet für mich auch schon einfach, kann ich noch im Berufsleben stehen oder nicht? Das ist tatsächlich abhängig vom Auto. Ich finde es ganz toll. Also wenn ich einen guten Tag habe, kann ich sagen, passt auf, ich komme in 4 Stunden wieder, ich bin dann mal weg. Also das ist schon ganz große Klasse. Ich kann mich ins Auto setzen, wann ich will und nicht, wann der Zug gerade fährt. Da merkt man ja nichts mehr von. Also hier von Kopfsteinpflaster. Das hört man nur noch. So eine Freiheit, die hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich das mal schaffe in meinem Leben. Die Behinderung, die hat zwar seine Grenzen, aber sie hat auch nur in gewissen Bereichen Grenzen. Ne? Also gerade was das Auto angeht, sind halt keine Grenzen. Ne? Da kann quasi fast jeder mit einer Behinderung kann ein Auto fahren. Ne? Ja, man merkt einfach, ihr seid alle mit Herzblut dabei und ihr wisst, wovon ihr redet.
kann man echt nicht in Worte fassen. Es ist schön. Es ist einfach schön, dass es euch gibt.